Gut, dass ihr alle gekommen seid. Gut, dass wir so friedlich unsere Strecke geschafft haben. Und das Wichtigste ist, wir sind immer noch zusammen. Wir verstehen uns sehr gut. Geimpfte, Ungeimpfte, Muslime, Christen, Hindus, alle zusammen, alle Völker, alle Kulturen zusammen. Da kommt unser Wagen, guck, erst jetzt kommen die an. Unglaublich, wie viele wir sind. Es ist doch schön. Die gegen uns eingesetzt wurden, aber das machen wir genauso umgekehrt. Und nicht die ganze GEZ-Medien, diese ganze korrupte, durchbezahlte Medien unterstützen, die GEZ nicht bezahlen. Die machen nur Gehirnwäsche, nicht vergessen, was Notwehr bedeutet. Ja, wenn jemand euch beleidigt oder so, das ist eine Sache. Aber wenn schon hier brutal irgendwas abgeht, ich bin ein Vater und ich sage euch ehrlich, wenn irgendjemand meine Kinder anfassen will oder irgendwelche Impfspritzen verpassen will oder sonstige macht, dann bin ich als Vater verpflichtet, meine Kinder zu schützen. Deutschland, zeig dein Gesicht, wach endlich auf, kämpf für dein Recht, lass deine Kinder wieder frei, lass sie wieder singen, spielen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht, fürchte dich nicht. Sie sind Meister im Täuschen und Manipulieren. Ich frag mich, wer verdient daran? Mit Angst und mit Schrecken lässt sich's besser regieren. Ein Riss geht durch unser Land. Hab ich hier was nicht kapiert? Bitte sag mir, was ist hier passiert? Deutschland, zeig dein Gesicht, wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei, lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht, fürchte dich nicht. Zeig dein Gesicht. Hey, ihr da oben, seid ihr echt so korrupt? Könnt ihr noch in den Spiegel sehen? Die Leute da draußen, die gehen echt kaputt. Viele müssen einsam von uns gehen. Nur weil ihr etwas gefunden habt und uns erzählt, das macht uns alle krank. Deutschland, zeig dein Gesicht, wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei, lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht, und wir sind viele, und wir werden immer mehr, auch wenn sie uns ignorieren und uns diffamieren, wir halten durch und bleiben hier. Nehmt euch wieder in den Arm und kommt euch wieder näher, hab keine Angst und nehmt kein Blatt mehr vor den Mund. Erhebt eure Stimmen, wir sind friedlich und bunt. Deutschland, zeig dein Gesicht, wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei, lass sie wieder atmen. Hier, Freiheit, Selbst, Stimmung! Freiheit, Selbst, Stimmung! Freiheit, Selbst, Stimmung!
Bürger von Hamburg. Dieser Aufzug ist für uns alle, die in Freiheit leben wollen, anstatt sich einem ewigen Impfzwang unterwerfen zu müssen. Unsere Regierung erzählt seit Wochen oder Monaten, wir hätten eine Pandemie der Ungeimpften. Ich komme aus Russland, ich bin ein Deutscher aus Russland und unsere Vorfahren haben wirklich versucht, alles zu machen, damit wir gut erzogen sind. Vor allem, dass wir fleißig sind und Respekt zu alten Menschen und zu jungen und alle anderen Respekt haben. Und ich bin mir 100% sicher, wir sind alle so und wir werden so bleiben. Respektieren, alle Menschen respektieren, nicht drauf fallen an auf irgendwelche Provokationen, aber bitte nicht vergessen, was Notwehr bedeutet. Wenn es hart auf hart kommt, dann werde ich mit meinem Körper, wirklich mit meinem Leben riskieren, um meine Familie, meine Kinder, Freunde zu verteidigen. Nächsten Samstag, 15 Uhr, sind wir hier und wir sind noch mehr mit Familie, mit Freunden, mit Nachbarschaft. Und jetzt, ich bin mir 100% sicher, dass Senatkanzlei Hamburg, Tschentscher, Rabe, Schulbehörde und sonstige, vielleicht auch in Berlin, deutsche Regierung, mich und uns sieht und hört. Und ich will zu denen sagen, alles, was die hier gemacht haben, müssen die dafür haften. Wenn wir eine Möglichkeit haben, jetzt nochmal ein Lichtermeer zu entflammen, alle Handys raus, alle Lampen raus und mit diesem Lichtergruß, das senden wir nach Russland, Australien und alle Länder, die es nicht sehen können im Moment. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Schaut euch jetzt mal um. Diese Bilder müssen um die Welt gehen. Das ist Solidarität mit allen Ländern, die auch mit uns gemeinsam auf der Straße stehen. Wunderschön. Bitte nächsten Samstag, 15 Uhr, gleicher Ort. Wir machen noch mehr. Bevor wir jetzt friedlich nach Hause gehen, möchte ich mich herzlich für Hamburger Polizei bedanken. Vielen, vielen Dank! Die Polizei hat sehr gute Arbeit geleistet. Die schützen uns, die sind mit uns und wirklich, die sind vorbildlich. Nicht, was ich vor einem Jahr und nicht nur in Berlin erlebt habe. Auf Hamburger Polizei bin ich sehr stolz. Vielen, vielen Dank.